Tag passieren im Himmel und auf Erden unzählige faszinierende Dinge und es ist wichtig die zu verstehen. Gerade in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten. Physik bzw. Naturwissenschaft ist die einzige Methode, das zu ermöglichen und die steht hier beim physikalischen Verein im Mittelpunkt. Herzlich willkommen. Es ist ja so, dass heutzutage unser Leben bis in den Alltag hinein geprägt ist von Wissenschaft und Technologie. Und eine ganze Menge Menschen interessieren sich für das, was in Wissenschaft und Forschung passiert. Und da kommt der physikalische Verein ins Spiel. Wir sind keine Forschungseinrichtung, sondern eine Bildungseinrichtung. Unsere Arbeit ist die Wissenschaftskommunikation. Wir sind circa 2000 Menschen aller Altersstufen mit Interesse an Astronomie, Physik, Technik, Umweltschutz und anderen Naturwissenschaften. Unter uns sind Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, Lehrer und Schüler und auch Firmen, vor allem aus dem Rhein-Main-Gebiet, da wir in Frankfurt beheimatet sind. Nicht nur Albert Einstein. Viele namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren und sind unsere Ehrenmitglieder. Seit 1824 sind wir Mittler zwischen den Naturwissenschaften und der Öffentlichkeit mit einem vielfältigen Angebot an Veranstaltungen. Astronomie am Freitag, Schülervorlesungen, Workshops, Seminare, Vorträge, Ausstellungen, der Frankfurter Science Slam, Lehrerfortbildungen oder Förderpreise für Arbeiten auf diversen Forschungsgebieten. Für jeden ist was dabei. Ich kann hier gar nicht alles aufzählen. Wer es genau wissen will, auf unserem Webauftritt physikalischer-verein.de ist das alles detailliert zu finden. Also, schauen Sie mal rein. Auf der Webseite, hier auf YouTube oder viel besser im echten Leben bei einer unserer Veranstaltungen. Oder super viel besser. Sie machen einfach bei uns mit. Nochmal herzlich willkommen. Ja, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich in unserer Reihe aus Naturwissenschaft und Technik. Heute wieder per Livestream. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Bruno Deis. Ich bin im Physikalischen Verein für die Zusammenstellung unserer Vortragsreihen verantwortlich und ich begrüße sehr herzlich den Kollegen Professor Reinhard Dörner von der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Hallo und guten Abend. Hallo Bruno, hallo in die Runde. Schön, dass es geklappt hat heute. Ich möchte noch ein paar einleitende Worte äh, vorausschicken. Wenn Sie, meine Damen und Herren, Fragen an unseren Referenten stellen wollen und davon gehen wir doch aus, nutzen Sie fleißig den Chat, um die Chatfunktion zu nutzen. Einfach bei YouTube rechts oben den Anmeldebutton klicken und sich mit Ihrem Google Mail Konto anmelden. Wenn Sie ein Android Handy haben, dann haben Sie ja automatisch auch ein Google Mail Konto. Ansonsten ist das ja alles nur ein, zwei Mausklicks entfernt. Kommen wir zur Quantenphysik. Zum heutigen Thema. Vor fast 100 Jahren wurde im Institutsgebäude des Physikalischen Vereins in Frankfurt eines der ersten, man könnte sogar sagen das erste, weltweit äh, durchgeführte Experiment, ähm, also äh, von, es ging davon statten, das eindeutig darauf hinwies, dass es in der Welt der Quanten irgendwie rätselhaft zugeht. Irgendwie rätselhaft. Der heute sogenannte Stern-Gerlach-Versuch zeigte, dass Silberatome im Magnetfeld sich irgendwie seltsam verhalten. Auf jeden Fall auf eine Weise, die mit der bis dahin bekannten Physik einfach nicht erklärbar war. Aber das war ja nur der Anfang. Die weitere Entwicklung der Quantenphysik hat dann gezeigt, unsere normale Welt und die Welt der Quanten, die passen irgendwie von der Begrifflichkeit nicht zusammen. Was ist denn Realität, was ist wirklich, was ist Ort, was ist Zeit? Also das sind ganz andere Begrifflichkeiten, die hier aufeinander stoßen. Nur die Frage, es gibt aber doch nur eine Natur. Da kann es ja nicht mehrere Beschreibungen geben, eigentlich. Rätsel über Rätsel. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit Professor Dörner heute einen Experten für das rätselhafte der Physik des Allerkleinsten bei uns haben. Und ich darf Ihnen unseren Referenten noch kurz äh, vorstellen. Herr Dörner hat in Frankfurt Physik und Philosophie studiert und tatsächlich war, hat er mir in Vorgespräch gesagt, einer der Gründe, weshalb er damals nach Frankfurt zum Studieren ging. Denn das konnte man damals als Studienfachkombination äh, studieren. Ähm, vielleicht geht es heute noch, da können wir ja gerade mal drüber sprechen dann noch. Er ging dann äh, nach seiner Promotion ähm, im Jahre 1991 für viele Jahre nach Berkeley in die USA. Und hatte sich dann 1998 in Frankfurt wiederum, schön für uns, habilitiert. Und seit 2002, noch schöner für uns, ist er dann zum ordentlichen Professor für experimentelle Atomphysik berufen worden. Er hat, wenn Sie das auf Wikipedia nachgucken, viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Da fehlt uns jetzt die Zeit, hier das alles aufzuzählen. Eins möchte ich aber noch erwähnen. Reinhard Dörner ist seit vielen, vielen Jahren Studiendekan des Fachbereichs Physik. Was heißt das? Er kümmert sich um die Studierenden ja, und damit um die Zukunft des ganzen Fachs. Also das hat höchste Anerkennung von meiner Seite jedenfalls. Liebe Reinhard, ich freue mich sehr, dass du bei diesem Livestream-Projekt spontan gesagt hast, mitzumachen. Und äh, ja, ich möchte dir jetzt das Wort erteilen und den Bildschirm freigeben. Ja, super. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier dabei zu sein und in die Runde sprechen zu dürfen. Ähm, als Thema haben wir heute uns was ein bisschen Schwer Verdauliches vorgenommen. Wie stirbt eigentlich Schrödingers Katze? Schrödingers Katze ist eines der bekanntesten Paradoxa aus der Quantenmechanik. Und ähm, ja, mal sehen, ob wir am Ende der 45 Minuten, die ich eingeplant habe, ein bisschen schlauer sind. Aber auf jeden Fall, auch wenn wir das Rätsel nicht lösen können, werden wir äh, einen. Blick, einen hoffentlich tiefen Blick in neuere Experimente in die seltsame Welt der Quanten gewagt haben zusammen. Nun zu dem Thema, wie stirbt Schrödingers Katze, dachte ich zunächst mal, ich frage mal einen Experten und bin in den Garten rausgegangen und habe unseren Kater Simba gefragt, der liegt im Gras, schalt, hält Ausschau nach Mäusen und guckt mich an, guckt wieder zurück. Die Frage versteht er nicht, interessiert ihn nicht und seine Antwort ist kryptisch. Mal sehen, ob uns das weiterhilft. Also Simba war keine Hilfe. Fragen wir mal, ob es eine gute Antwort auf die Rätsel der Quantenmechanik von den Größen der Quantenmechanik gibt. Fragen wir mal einen der Pioniere Niels Bohr, was der zur Quantenmechanik zu sagen hat. Und dem ist überliefert, dass er gesagt hat, Those who are not shocked when they first come across quantum mechanics cannot possibly have understood it. Okay, keine große Hilfe, Nils. Fragen wir einen anderen, ebenfalls immer gut für einen lockeren Spruch, Richard Feynman, von dem es überliefert: I think it's safe to say that no one understands quantum mechanics. Okay, es wird hart für heute Abend. Und dann fragen wir doch mal den Namensgeber von Schrödingers Katze. Auch von dem gibt es einen flotten Spruch zur Quantenmechanik, obwohl er sie erfunden hat und einen Nobelpreis für die Erfindung der Grundgleichung der Quantenmechanik, der Schrödinger-Gleichung bekommen hat, gibt es von ihm überliefert, I don't like it and I'm sorry I ever had anything to do with it. Okay, damit wollen wir es jetzt nicht bewenden lassen, sondern ich stelle Ihnen mal den Plan für heute Abend vor. Wir schauen uns zunächst mal an, was sind denn die verrückten Befunde der Quantenmechanik? Das berühmte Doppelspaltexperiment als vielleicht die schönste und eingänglichste Visualisierung dessen, was da problematisch ist in der Quantenmechanik. Dann gehen wir gemeinsam ein Gedankenexperiment gegen die Quantenmechanik von Albert Einstein durch und Schauen uns dann in einem modernen Experiment an, das wir hier in Frankfurt gemacht haben, warum man sehen kann, wo er, an welcher Stelle er sich da mit seiner Kritik an der Quantenmechanik verrannt hatte. Ähm, wenn die Quantenmechanik so komisch ist, ja, warum ist unsere Welt dann trotzdem so normal? Werden wir versuchen zu beantworten. Und das zeige ich Ihnen dann die Auflösung, teilweise Auflösung des Rätsels in dem kleinsten Quantenlabor der Welt. Auch ein Experiment, was wir hier in Frankfurt gemacht haben. Ja, legen wir mal los. Was sind die Rätsel der Quantenmechanik? Da gibt es mindestens drei. Das erste, die Quantenmechanik ist nicht deterministisch. Das wurde von Einstein kritisiert mit der, oder paraphrasiert mit dem Spruch, der Alte würfelt nicht, weil Einstein konnte sich gar nicht vorstellen, dass unsere Welt nicht deterministisch ist. Das werden wir heute thematisieren. Das zweite, was immer Rätsel aufwirft, ist Interferenz oder wissenschaftlich gesprochen das Superpositionsprinzip in der Quantenmechanik. Und das ist das, was hinter Schrödingers Katze steht. Schrödingers Katze ist die Visualisierung oder ist, die, ist ein Beispiel, an dem Schrödinger versucht hat, dieses Superpositionsprinzip zu illustrieren und ad absurdum zu führen, indem man sagte: Na, in der Quantenmechanik können Teilchen gleichzeitig in verschiedenen Zuständen sein. Das, damit könnte man sich ein Experiment ausdenken, in dem eine Katze gleichzeitig tot und lebendig ist und erst stirbt, wenn man als Beobachter nachschaut oder am Leben bleibt. Und das dritte was konzeptuell schwierig ist an der quantenmechanik ist die nichtlokalität das was einstein kritisiert hat mit dem schimpfwort wie er meinte spukhafte fernwirkung aber das ist zwar interessant aber wird heute nicht das thema sein also legen wir mal los mit dem nichtdeterministischen der alte würfelt nicht warum ist das komisch für uns na wir sind mit unserer alltagsintuition aufgewachsen im makrokosmos und die physik ist entstanden mit dem blick in die sterne und da sind wir gewöhnt dass wir die Zukunft der Welt sehr exakt ausrechnen können. Wir wissen heute schon, wann die nächste Sonnenfinsternis sein wird und die übernächste. Und das können wir auch auf Millisekunden genau ausrechnen. Wir können zurückrechnen in die Vergangenheit. Es sieht so aus, als seien unsere Planetenbahnen vollständig determiniert. Und wir könnten, wenn wir den Zustand der Welt heute wissen, alle Zukunft vorausberechnen, alle Vergangenheit auch. Bei der letzten Papstwahl wo stand welcher Planet, kein Problem, kann man ausrechnen, wenn man weiß, wo sie heute stehen und man die Kräfte kennt. Dieser Determinismus, der uns so selbstverständlich ist im, im Makrokosmos, der ist auch so im Mesokosmos, da wo wir so agieren als Menschen, genauso selbstverständlich. Schauen Sie sich einen Billardtisch an. Auf einem Billardtisch können Sie überhaupt nur Billard spielen, weil die Kugeln dort voll deterministisch rollen. Sie können mit dem Kö Anfangsbedingungen setzen, und dann können Sie in Ihrem Kopf blitzschnell, auch ohne jemals Mathematik gelernt zu haben, können Sie die Newton'schen Bewegungsgleichungen lösen und damit durch das Setzen der Anfangsbedingungen mit dem Kö können Sie die Kugeln dahin dirigieren, wo sie tun, wo sie sie hinhaben wollen. Und zum Glück, zum Glück würfelt der Alte nicht, und wenn sie das richtig spielen, gehen die Kugeln dahin, wo sie es ausgerechnet haben. Das ist deterministisch. Ohne diesen Determinismus könnten wir als Menschen gar nicht handeln. Wenn wir mit unseren Handlungen keine Anfangsbedingungen setzen könnten, auf die dann Folgen notwendigerweise folgen, dann wäre das Konzept einer Handlung völlig ad absurdum geführt. Ein Beispiel, wo das vielleicht ein bisschen kritisch ist, sind die Stellen, wo es scheinbar, scheinbar, so glauben wir, um Zufall geht. Zum Beispiel so ein Roulette-Tisch. Aber so ein Roulette-Tisch, der soll zwar Zufall produzieren, aber in Wirklichkeit. Wirklichkeit glauben wir Physiker doch auch auf dem Roulette-Tisch ist alles deterministisch und viele Spieler glauben das auch. Insbesondere glauben wir, wenn man denn die Anfangsbedingungen genau wüsste, wie schnell sich das Ding dreht und wie, wie alles steht und wie man genau den Ball da einwirft, wenn man das alles reproduzieren könnte, dann würde auch immer die gleiche Antwort folgen. Das heißt, dieser Zufall hängt daran, dass wir die Anfangsbedingungen nicht genau genug kennen oder nicht genau genug setzen können. In Wirklichkeit tief drunter ist unsere Annahme, auch das Roulette ist ein deterministischer Ablauf der Dinge, genauso wie eine Planetenbahn. Nun, das scheint uns als Menschen, so wie wir im Makrokosmos aufgewachsen sind mit unseren Handlungen, vielleicht selbstverständlich. Die Quantenmechanik räumt damit auf. In der Quantenmechanik gibt es objektiven Zufall und die Aussage der Quantenmechanik ist, die Struktur unserer Welt ist sogar so, dass es objektiven Zufall gibt, in dem Sinne, dass auch bei allem Wissen über die Welt, was wir, möglich, was wir überhaupt haben können, trotzdem Dinge geschehen können, die man im Einzelevent nicht vorhersagen kann. Das werden wir uns noch genauer angucken. Das zweite Phänomen, was ungewöhnlich ist und im Alltag äh, ja nur in Teilbereichen der Welt vorkommt, ist Interferenz oder das Superpositionsprinzip. Ein Beispiel. Wir haben ein schönes Waschbecken, äh, zwei Hähne. Wir drehen einen Hahn auf, schauen auf die Uhr, wie lange dauert es, bis das Waschbecken voll ist. Okay, genau eine Minute. Drehen wir dazu, lassen ablaufen, drehen beide Hähne auf. Wie lange wird es dauern? Wir sind alle sicher eine halbe Minute, wenn die Hähne gleich sind. Nun, die Quantenmechanik sagt, es gibt Fälle, wo das nicht so ist. Es gibt Fälle, beide Hähne auf, kein Wasser. Weil, okay, wir schauen uns das am Beispiel des Doppelspalt an, wie das zustande kommt. anderes Beispiel: Wir machen in unserem dunklen äh, Büro eine Lampe an, stellen uns in eine Ecke, schauen, wie hell ist es, machen eine zweite Lampe an und erwarten selbstverständlich, es wird doppelt so hell. In der Quantenmechanik ist das nicht notwendigerweise so. Zwei Lampen an kann zu vollständiger Dunkelheit führen. Wir werden uns die Experimente dazu anschauen. Und das dieses seltsame Phänomen der Interferenz möchte ich Ihnen erläutern an einer kleinen Animation hier, von, die ich übernommen habe von Kollegen Markus Arndt aus Wien, von dem ich Ihnen nachher auch noch ein wunderbares Experiment zeige. Ähm, stellen Sie sich den Fußballer hier vor, der schießt ähm, durch so eine Wand. Die hat zwei Türen drin. Eine Tür ist zu. Dahinter ist das Tor und er schießt ganz oft. Und dann sehen Sie in dem Tor hier hinten sehen Sie, ähm, wo landen unsere Fußbälle. Und dann kriegen Sie so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Machen wir die andere Tür auf, kriegen wir auch wieder so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ist ein Stück äh, verschoben. Das heißt, wenn wir beide Türen aufhaben, würde man zunächst in der klassischen Welt, wenn das echt Fußball wäre, würde man erwarten, das ganze Tor ist ausgefüllt mit Fußbällen, wenn da kein Torwart drin steht. Die Aussage der Quantenmechanik ist, wenn man diese Fußbälle hinreichend clever präpariert und, wie wir dann sehen werden, die Wechselwirkung mit der Umgebung ausschaltet, dann ist das, was wir da hinten im Tor bekommen, sind Stellen, an denen sehr viele Fußbälle landen und Stellen, an denen niemals ein Fußball landet. Und das Erstaunliche ist, dass diese Stellen, wo niemals ein Fußball landet, nämlich hier und hier, das sind Stellen, wenn sie eine Tür zumachen. Dann sind da auf einmal wieder Fußbälle. Wie kann das sein? Eine Tür, da landen Teilchen, zwei Türen, auf einmal sind die Teilchen weg. Was passiert da? Nun, die Aussage der Quantenmechanik ist, wir müssen es beschreiben durch zwei Wege, auf denen die Teilchen zu jedem Ort, oder die Fußbälle hier zu jedem Ort im Tor gelangen können. Und wir müssen berücksichtigen, dass diese beiden Wege miteinander interferieren können. Und dass diese Interferenz passiert immer dann, wenn über der Szene, über dem dazwischen, zwischen dem Anfang dem, dem Fußballspieler und dem Tor, wenn darüber der, ich will es mal so nennen, der Schleier des objektiven nicht wissen könnens liegt. Was soll das heißen? Es reicht nicht, dass wir nicht hingeschaut haben. Es reicht nicht, dass kein lebendes Wesen hingeschaut hat. Was notwendig ist, damit dieses Phänomen auftritt, ist dass die Information im Prinzip nicht in der Welt ist, welchen Weg die Bälle genommen haben. Wenn das der Fall ist, wenn es objektives Nichtwissen in der Welt gibt, darüber, welchen Pfad äh, die Teilchen genommen haben, dann, dann verhält sich das Teilchen hinter diesem Schleier des Nichtwissens nicht wie ein klassisches Teilchen, sondern dann müssen wir seine Entwicklung beschreiben durch eine Welle. Und das Besondere an einer Welle ist, wenn die da durchlaufen würde, eine Welle ist, hat keinen festen Pfad, sondern die ist ausgedehnt und kann selbstverständlich, wie Sie es an der kleinen Animation sehen, gleichzeitig durch beide diese Spalte gehen. Und was dann hinter den Spalten passiert ist, naja, an jedem dieser Spalte tritt wieder eine Kugelwelle aus. Und diese Wellen, da können sich Wellenberge und Wellentäler aufeinander addieren, je nachdem, wie das liegt. Und da können sich Wellen natürlich auslöschen, wenn dann ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, was man dann destruktive Interferenz nennt. Ähm, so ein Experiment, nicht mit Fußballen, aber mit Elektronen, gibt es ein wunderbares von Klaus Jönsson, von dem ich Ihnen jetzt die Ergebnisse zeigen möchte. Der hat also Elektronen durch so zwei Löcher geschickt. Ähm, Elektronen aus einer sehr gut präparierten Elektronenkanone, ist ein kleiner Draht, den man erhitzt und dann kommen da Elektronen raus, beschleunigt und dann sind die beiden Tore in dem Jönsenschen-Experiment sind nur ein tausendstel Millimeter auseinander und nach ein paar Metern hat er dann statt einem Tor eine Fotoplatte aufgestellt. Das Experiment ist von 1961, die Referenz sehen Sie, äh, sehen Sie hier unten eingeblendet. So, und was sieht man jetzt auf dieser Fotoplatte, wenn beide Türchen offen sind? Na, das ist das, was man da sieht, da sind Streifen drauf und hell bedeutet, wurde die Fotoplatte wurde belichtet, belichtet von vielen Elektronen, die da drauf gelandet sind. Und dazwischen gibt es immer wieder Streifen, wo keine Elektronen landen. Und das, diese Streifen ist nicht einfach ein Schattenwurf von diesen beiden Spalten, weil da sind nur zwei Spalten und ganz, ganz viele Streifen, sondern das ist so ein Interferenzphänomen. Nun, mit Wellen ist das konzeptuell uns allen wohl bekannt. Schauen Sie die beiden Enden an und die Wellen, die sie hinter sich her äh, ziehen. Und da sehen Sie natürlich Bereiche, zum Beispiel hier oder da, wo sich die Wellen, die die, Enden, die beiden Enden machen, gegenseitig auslöschen. Und dann gibt es Bereiche, zum Beispiel hier oder hier, wo die Wellen der beiden Enden konstruktiv interferieren und die Wellenberge höher werden. Das heißt, ein, ein Auslöschen von Teilchen scheint uns seltsam. Ein Auslöschen von Wellen ist uns ein selbstverständliches Phänomen. Physikalisten können Sie das in, in so einer Wellenwanne sehen. Ich weiß nicht, ob die Animation bei Ihnen so ruckelfrei läuft, aber das sind zwei Bälle, die tauchen in so eine Wasserwanne ein und äh, lösen dort jeweils Kugelwellen aus. Und äh, das ist schräg beleuchtet. Und dann sehen Sie die auslaufenden Wellen, wie die miteinander interferieren. Und da gibt es Bereiche, die sehen Sie hier zum Beispiel und hier und hier. Da sind sehr hohe Wellenberge. Da Trifft Wellenberg auf Wellenberg und dann gibt es Bereiche dazwischen, genau in der, in der Mitte dazwischen, zum Beispiel hier und hier, da ist das Wasser still, da löschen sich nämlich Wellenberge und Wellentäler aus. Das heißt, mit, mit Wasserwellen ist uns das Phänomen der Auslöschung von zwei Aktionen völlig geläufig. Ähm ja, das Analogon mit den Fußbällen oder mit den Elektronen von Jönsen ist also diese beiden eintauchenden Wellengeneratoren sind die beiden Spalte durch die beiden Türen hier und hier durch die unsere Fußbälle gehen können. Über dem ganzen ist der Schleier des objektiven nicht wissen können, dann beschreiben wir die Teilchen dahinter als zwei Kugelwellen, die hier auslaufen, die sich überlagern und im Fernfeld hier hinten weit weit weg. Sieht man dann die Bereiche, wo die Wellenberge sich addieren. Da wird unser Schirm entsprechend äh, hell in dem Jönsen-Experiment. Und dann gibt es Bereiche dazwischen, wo niemals Elektronen landen. Das ist das Bild nochmal vergrößert, was der Jönsen gesehen hat, wo sie die hellen Streifen von vielen Elektronen sehen und dann die dunklen Streifen. Diese dunklen Streifen liegen da, wo in diesem Wellenanalogon, in dieser Wellenbeschreibung die Wellenberge und Täler sich auslöschen. Ja, das ist jetzt vielleicht für einen physikalischen Blick auf die Welt ein bisschen unbefriedigend. Wir wollen ein Phänomen beschreiben, wo wir einmal die Teilchen Teilchen nennen, nämlich Elektronen, und andererseits sie beschreiben mit einer Theorie ähm, von Wellen, die delokalisiert sind. Und das ist deshalb seltsam, weil von Teilchen wissen wir, äh, Teilchen haben können zumindest einen Ort haben. Wir könnten einen Detektor hinstellen, der macht Klick. Genau an einem Ordner wissen wir, da war das Elektron und zu diesem Zeitpunkt was da. Wir können das Elektron als Teilchen messen. Und gleichzeitig sollen wir es als völlig delokalisierte Welle beschreiben. Wie gehört das zusammen? Nun, das hätte Jönsen selber machen können, heute kann man das ganz leicht machen, wenn er statt des Fotofilms da hinten einen Detektor hingesetzt hätte, der nicht einfach nur hell wird, sondern der jedes einzelne Elektronen sichtbar macht, ein Elektronenvervielfacher, wie eine Nachtsichtkamera das tun würde, dann, ja, was würde Jönsson dann sehen? Auf jeden Fall würde sich dann ein Teil des Schleiers für uns lüften. Wir würden sehen, wie denn dieses Wellenbild, dieses Auslöschen, zusammengehört mit dem Teilchen, mit dieser Teilchenvorstellung. Schauen wir mal nach den Teilchen. Also jetzt wieder selbes Experiment und wir schauen hinten Fotofilm weg und stattdessen ein Detektor, der als Lichtblitz hier dargestellt, das ist ein echte, echte, echter Film von diesem Detektor. Jeder dieser weißen Lichtblitze ist ein Elektron, was da gelandet ist. Und Sie sehen, die Elektronen landen da, so wie wir es von Teilchen erwarten, an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit macht es Klick auf diesem Detektor und das können Sie hier sehen. Ja, wo ist die Interferenz? Dazu dürfen wir unseren Detektor nicht immer löschen, wie das in diesem Bild hier in diesem Movie gemacht ist, sondern wir müssen mal einen Moment warten und die Punkte akkumulieren. Das sehen Sie hier, nicht gelöscht. Und dann sehen Sie: Nach einiger Zeit baut sich dieses Bild auf, was der ganzen gesehen hat. Jetzt wurde wieder gelöscht. Dieses Bild auf, wo es Bereiche gibt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Lichtblitz auftaucht, hoch ist. Da wird es nachher hell. Und es gibt aber auch Bereiche dazwischen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist und praktisch nie ein Teilchen ist. Ja, wie gehört also jetzt dieses Wellen- und Teilchenbild zusammen? Nun, das Wellenbild erlaubt uns, vorauszusagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen irgendwo auftrifft. Das ist das, was Sie eben in dieser einzelnen Teilchendarstellung gesehen haben. Und zwar ist das Quadrat der Wellenhöhe, das Betragsquadrat der Wellenhöhe, ist die Wahrscheinlichkeit dafür dass das Teilchen an dieser Stelle auftrifft. Ja, wenn Sie jetzt wieder zurückdenken an die deterministischen Theorien, mit denen ich angefangen habe, zum Beispiel die Newtonschen Bewegungsgleichungen, die uns die Planetenbahnen beschreiben, die würden es leisten, wenn die im Mikrokosmos gelten würden, würden uns erlauben, nicht nur die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, wie es in, in diesem Wellenbild hier möglich ist, sondern die würden es uns erlauben, für das nächste Elektron, zu sagen, exakt wo blitzt es, wo landet es. Diese Wellenbeschreibung in der Quantenmechanik, die liefert uns diese Information nicht. Und zwar ist die Aussage der Quantenmechanik, dass es nicht an unserem Unwissen über die Welt liegt, dass wir halt noch nicht genug Information haben, um vorherzusagen, wo das Teilchen ist, sondern die Aussage, die man auch experimentell überprüfen kann, ist, dieses Nichtwissen über was passiert exakt als nächstes, ist, eine, ist eingebaut in die Struktur der Welt. Das Einzige, was man vorhersagen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. In diesem Beispiel die Wahrscheinlichkeit, also die Einhüllende, wo kommen die Teilchen mit hoher Wahrscheinlichkeit, wo mit kleiner. Das ist das Einzige, was diese Theorie liefert. Und sie macht keinerlei Aussage, wo denn jetzt das nächste und das übernächste und das hundertste Teilchen landen würde. Ja, ist das eine. Zufriedenstellende Theorie. Es ist auf jeden Fall eine Theorie, die das nicht leistet, was wir am Anfang so selbstverständlich erwartet haben von einer physikalischen Theorie, dass sie Voraussagen über jedes Ereignis in der Welt im Prinzip liefert, wie zum Beispiel den nächsten Sonnenaufgang. Das, würde diese, das leistet diese Theorie nicht. Nun, diese. Diesen Zusammenhang zwischen Wellenbeschreibung und Teilchenbeschreibung, dass das Quadrat der Wellenfunktion die Wahrscheinlichkeit ist, das Teilchen zu finden, da gibt es viel Lokalkolorit dazu. Dafür gab es nämlich einen Nobelpreis 1954 an Max Born für die statistische Interpretation, so nennt man das, die statistische Interpretation der Wellenfunktion. Und Max Born wiederum äh, war... 1919 bis 21 Professor in Frankfurt, worauf wir sehr stolz sind. Ja, diese, diese Geschichte, dass die Quantenmechanik zwar vorhersagt die Wahrscheinlichkeitsverteilung, aber nicht, was als nächstes passiert, die hat Albert Einstein zumindest überhaupt nicht geschmeckt. Weil Albert Einstein hatte so den Impetus, eigentlich muss eine Theorie das leisten, was die klassische Mechanik in der Himmelsmechanik tut und was wir auf dem Billardtisch haben. Und deshalb hat er sich zeitlebens Gedankenexperimente ausgedacht, um Löcher in der Quantenmechanik zu finden. Zu zeigen, dass intern noch etwas fehlt in der Quantenmechanik. Und dieses Bild, was Sie da im Hintergrund sehen, das ist Albert Einstein in Diskussion mit Niels Bohr. Und von den beiden gibt es gut dokumentiert eine lange lange sehr sehr interessante Diskussion wenn Sie sie nicht kennen lohnt es total zu lesen die sogenannte Bohr-Einstein-Debatte von Bohr aufgeschrieben und wunderbar dokumentiert in dieser Bohr-Einstein-Debatte ähm, der Beginn war auf einer Solvay-Konferenz 1927 wo Einstein ein Argument gegen Bohr gegen die Quantenmechanik vorgebracht hat um zu zeigen da fehlt noch etwas und das Argument möchte ich Ihnen jetzt kurz nahe bringen. Also, ein bisschen auf unser, auf unser Beispiel angepasst, sagte Einstein: Naja, lieber Bohr, wenn du sagst, die Interferenz und dieses Auslöschen hier hinten findet nur statt, wenn dieser Vorhang des objektiven Nichtwissens über dem Weg liegt, dann dürfte sie eigentlich nie stattfinden, weil eine Sache wissen wir ganz genau: egal was mysteriöses hinter diesem Vorhang passiert, hinter diesem Vorhang gilt die Grundgesetze der Physik, nämlich Impuls- und Energieerhaltung. Und jetzt wenden wir die doch mal an und schauen mal, was muss strukturell hinter dem Vorhang welle hin oder her einfach nur wegen Impuls- und Energieerhaltung gegeben sein. Also ziehen wir den Vorhang mal weg und spielen das gedanklich durch, was aus der Impulserhaltung folgt. Na ja, schauen wir uns auf die beiden Pfade unseres Fußballs oder unseres Elektrons. Sie sehen an diesem Bild die machen keine geraden Wege durch diesen. Als Teilchen will, können die keine geraden Wege machen. Dann würde man nämlich hier in der Mitte, wo das Maximum ist, würde man den Schatten von dieser Mauer in der Mitte sehen. Da sind aber die meisten Teilchen. Das heißt, wie kommen die dahin? Naja, wenn sie durch das eine Tor durchgehen, werden sie in die eine Richtung abgelenkt. Dann muss es hier irgendwie knallen. Und wenn sie durch das andere Tor gehen, werden sie in die andere Richtung abgelenkt, um dahin zu gehen. Dann muss es hier knallen. Und ohne diesen Knall können die Teilchen ihre Richtung nicht ändern. Von selbst, ohne Wechselwirkung, können die ihre Richtung nicht ändern. Und diese Richtungsänderung führt zu einem Impulsübertrag. Wenn die Teilchen ihren Impuls ändern, indem sie einen Haken schlagen, dann müssen sie das tun, indem sie sich an dieser Wand abstoßen. Das heißt, diese Wand für den einen Weg muss einen Kick in die eine Richtung kriegen und für den anderen Weg muss die Wand einen Kick in die andere Richtung geben bekommen. Und das, so Einstein, gilt, weil, da brauchen wir gar keine höhere Theorie, sondern es gilt ausschließlich, weil wir wissen, dass überall auf der Welt auf Einzelteilchen-Niveau immer Impulserhaltung gilt. Wenn das eine Teilchen seinen Impuls ändert, um die Ecke fliegt, muss das andere Teilchen ihn aufnehmen. Das andere Teilchen hier ist die Wand. Naja, wenn das hinter dem Vorhang passiert, dann können wir doch egal diesen Impuls messen, der Wand, und dann können wir doch rauskriegen, und zwar immer rauskriegen, fliegt die Wand in die eine Richtung ein bisschen weg oder ein bisschen in die andere Richtung. Und dann dürfte es doch, lieber Bohr, dann dürfte es doch dieses Interferenzphänomen gar nicht geben. Ja, was ist die Antwort darauf? Es hat Bohr nach eigenem Bekunden eine Nacht gedauert, bis er den Ausweg gefunden hat. Und der Ausweg von Bohr ist, auch die Türen gehorchen der Quantenmechanik. In diesem Argument muss man von Einstein, darf man nicht nur das Teilchen, was durch die Tore geht, quantenmechanisch beschreiben, sondern selbstverständlich muss man dieselbe Theorie auch für die Beschreibung der Türen des Doppelspalts anwenden. Und wenn man das tut, dann gilt für diese Türen, für den Doppelspalt selber, die Heisenbergsche Unschärferelation und mit der kann man mathematisch zeigen, ist auch gar nicht so schwierig zu verstehen, kann man den den Impuls dieser Türen vor dem Durchgang nicht so genau bestimmen, dass man daraus auf den einen oder anderen Weg schließen kann. Das ist am Ende die, die, der Ausweg. Einstein hat das in, oder in diesem Paper da über die Bohr-Einstein-Debatte sind schöne Bilder drin, in denen die beiden versucht haben, das plausibel zu machen. Also dieser Spalt da würde entweder, der ist an Federn aufgehängt, würde entweder nach oben oder nach unten ausschlagen. Und das könnte man doch messen. Und in moderner Sprache wäre das also, was Einstein hier vorschlägt, ein Koinzidenzexperiment. Man misst von dem einen Teilchen, ob es nach unten geht, der Spalt, und dann guckt man, wo landet das zugehörige andere Teilchen. Und dann könnte man die Teilchen, die hier hinten landen, sortieren nach der Hälfte, wo der Spalt nach unten geht, und sortieren nach der anderen Hälfte, wo der Spalt nach oben geht, und damit Licht hinter den oder hinter dem Vorhang des Unwissens luken. Nun, das Experiment möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Dieses Experiment und Bohrs Antwort darauf umgesetzt in ein modernes Experiment. Und das Experiment hat Lothar Schmidt in harter Arbeit im Labor in Frankfurt durchgeführt. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz präsentieren. Statt durch einen Doppelspalt zu schießen, hat er einen Ionenstrahl, der von hier kommt der gut präpariert war, so dass wir diese Ionen als Welle beschreiben müssen, wenn denn die Quantenmechanik stimmt, gestreut an einem Molekül Wasserstoff mit einem Proton, einem Deuterium. Da drin sind zwei Kerne, der eine hier, der ist ein bisschen schwerer und der andere hier ist ein bisschen leichter. Beide sind einfach geladen. Dann findet, dann kommt das geladene Teilchen hier, kann abgelenkt werden, fliegt nicht geradeaus auf unseren Schirm, auf unseren Detektor hier hinten. Sondern kann entweder an dem einen hier sich abstoßen und hier hochgehen oder an dem anderen gestreut werden. Wenn Sie raserfort streuung das Rasaforthsche Streuexperiment kennen, das ist das Rasaforthsche Streuexperiment nur statt, wie Raserforts gemacht hat, an einem Kern, an zwei aneinander gekoppelten Kernen. Also eine moderne Art, das streu streuexperiment mit Einstein zu verbinden. Ja, und der Pfiff hier dran ist jetzt, das, was oben die Tore sind, das ist, sind hier die beiden Kerne von unserem Molekül und das, was das gestreute Teilchen hier hinten ist, das ist, ups, das ist die Torwart hier hinten, klar. Das Besondere an dem Molekül ist, bei so einem Molekül können wir den Impulsübertrag messen. Das, was man bei so einer, so einem schweren Tor hier nicht können, hier können wir es, hier können wir nämlich gucken, wenn das Teilchen auf der auf der linken Seite gestreut wird, ähm, und hier abgelenkt wird, dann kriegt unser Molekül einen Kick in die Richtung und würde in die Richtung rotieren. Und wenn das Teilchen hier lang geht, dann kriegt unser Molekül einen Kick in die andere Richtung und würde in die Richtung rotieren. Das heißt, jetzt können wir prüfen, erstens findet da er wirklich Impulsübertrag statt, rotiert das Molekül wirklich. Und zweitens, wenn es das tut, verschwindet dadurch da hinten vielleicht die Interferenz. Okay, schauen wir uns das Ergebnis an. Das Experiment wurde in der Apparatur gemacht, die Sie da im Hintergrund sehen, die wir in Frankfurt für so Experimente dieser Art entwickelt haben, in der man in Koinzidenz Impulse von den Teilchen und den Teilchen da hinten messen kann. Das nennt sich Trims und kann man viele solcher fundamentalen Quantenfragen mit beantworten. Okay, was sieht man also? Ähm, ja. Der Schleier ist so halb weg, weil wir ein Molekül haben, dessen Rotation man im Prinzip sehen könnte. Und das ist das Bild hinten auf der Torwand, was wir sehen, was Herr Schmidt gesehen hat. Und das Erste, was Sie da drauf sehen, da sind Streifen drauf. Und diese dunklen Streifen, dunkel bedeutet und dunkel und dann äh, farbig kodiert, hier ist die Farbkodierung, das ist eine logarithmische Farbskala, das bedeutet, da sind viele Teilchen. Das sind also das, was hier im Tor diese Maxima sind, sind hier diese Streifen. Und dann gibt es Bereiche dazwischen, die sind hier so hell, da landen wenige Teilchen, das sind diese, diese Löcher. Also man sieht, es gibt da hinten ein Interferenzbild, obwohl wir an einem Molekül, das im Prinzip sich drehen müsste, wenn Impulserhaltung gilt, streuen. Also Interferenz findet statt und das kann nur stattfinden, wenn unser gestreutes Teilchen gleichzeitig an beiden Orten gestreut wurde. Hat es jetzt auch Impulse übertragen? Können wir diesem Impuls was ansehen? Das können wir an diesem Bild auch sehen. Die Tatsache, dass es hier und hier knallt, führt dazu, dass das Molekül rotiert. Und weil der eine, das eine Ende des Moleküls schwerer ist als das andere, dann rotiert es in die eine Richtung ein bisschen schneller als in die andere Richtung. Und das führt dazu, dass diese, Kur diese Interferenzmuster hier gekrümmt sind. Also aus dieser Krümmung können Sie ablesen, dass da tatsächlich Impuls übertragen wurde. Also in diesem Experiment ist beides passiert. Die Teilchen wurden an beiden Teilchen gestreut, sind also zwei Wege gegangen, jedes einzelne. Und sie haben Impuls übertragen, wie man hier sehen kann. Und wenn Sie das modellieren, finden Sie, dass die Welt noch ein bisschen komplizierter ist als... Das, was Einstein da schon seltsam fand, also die Teilchen sind nicht nur gleichzeitig an zwei Orten, sondern sie übertragen auch noch gleichzeitig den vollen Impuls an beiden Orten. Sie gehen durch zwei Türen raus und hinterlassen auf beiden einen Scratch. Und darüber, weil das an beiden Orten geschieht, wissen wir wieder nicht, durch welchen Spalt das Teilchen gegangen ist. Für unser Molekül hat das zur Folge, dass dieses Molekül was zurückbleibt und das klingt jetzt auch wieder seltsam gleichzeitig in die eine Richtung rotiert und in die andere Richtung oder in dem Einsteinbild, dass diese Torwand gleichzeitig nach rechts und nach links wegfliegt, Impuls bekommt. Ja, das macht es jetzt nicht weniger mirakulös, aber Sie sehen im Hintergrund Niels Bohr grinsend seine Antwort, dass man auch den Spalt quantenmechanisch beschreiben muss den Doppelspalt und dass auch der äh, seltsame Quanteneigenschaften hat nach diesem Stoß bestätigt dieses Experiment voll. Ja, was sagt uns das zu Schrödingers Katze? Naja, das mit den sieben Leben und der Ausrede ist vielleicht ganz richtig, die Welt ist in Wirklichkeit komplizierter. Ja, wenn, wenn Sie das mal nachlesen wollen das Experiment, wenn Ihnen das jetzt kryptisch vorkam, dann kann ich Ihnen ein, ein, ein exquisites wissenschaftliches Magazin vorstellen, in dem Sie das wohl formuliert auf höchstem Niveau nachlesen können. Das Magazin kennen Sie alle. Wenn Sie es am 11. September 2013 gelesen hätten, dieses Magazin, dann hätten Sie da drin den Artikel über dieses Experiment gesehen, mit der mir Kopfschmerzen bereitenden Schlagzeile Frankfurter Physiker widerspricht, Albert Einstein. Das ist nicht gut, wenn das die Fachwelt über Sie sagt und Sie sind äh, professioneller Physiker. Ähm, darunter das eigene Bild ist auch nicht gut. Zum Glück ähm, ha, wird alles Lothar Schmidt zugeschrieben. Ähm, ich sage Ihnen nichts Neues. Glauben Sie nicht alles, was in dieser Journalie steht, auch nicht das, was über Physik da drin steht. Gut. Ähm, das war das Beispiel Einsteins Gedankenexperiment und warum er sich irrte. Jetzt können Sie natürlich fragen, wenn die Welt so seltsam ist im Mikrokosmos, warum ist sie dann trotzdem makroskopisch so normal? Und die Antwort darauf möchte ich Ihnen zeigen an einem Experiment von äh, Markus Arndt, von dem auch diese Animation hier ist. Der hat statt Fußbällen. C60-Moleküle genommen. C60-Moleküle sind 60 Kohlenstoffatome auf einer Schale, die an den Orten sind, wo die Ecken eines alten Fußballs sind, also zusammengesetzt aus sechs Ecken und fünf Ecken. Und diese C60-Moleküle, für die, für die Entdeckung gab es einen Chemie-Nobelpreis an diese drei Herren und mit denen kann man wunderbar experimentieren. Die haben so diesen Appeal, ja, das sind richtige Fußbälle, nur halt kleine. Moleküle, die aussehen wie Fußbälle. Gut, und diese Moleküle hat Markus Arndt jetzt genommen und hat sie durch ein Gitter, also sowas ähnliches wie so eine Doppelspaltapparatur äh, geschickt und geguckt, ob es da Interferenz gibt. Das erste Ergebnis, ja, ob sie Elektronen nehmen, wie ich es Ihnen gezeigt habe, Protonen, wie ich es Ihnen vom Herrn Schmidt gezeigt habe oder diese Moleküle, es gibt immer Interferenz. Nichts Neues. Aber diese Buckyballs, wie diese Moleküle heißen, haben eine zusätzliche tolle Eigenschaft, die Elektronen nicht haben. Die kann man nämlich aufheizen. Die können intern schwingen und wenn die heiß werden, fangen die an, rumzuwobbeln und haben viele innere Freiheitsgrade. Und ein heißes Teilchen sendet in der Physik Schwarzkörperstrahlung aus. Das kennen Sie von Eisen, das Sie erhitzen, ist zuerst rot glühend, dann weiß die Sonne emittiert Licht. Dieses Licht kommt, ist im Wesentlichen die Schwarzkörperstrahlung von einem 6000 Grad, von einer 6000 Grad heißen Oberfläche. Ihre Glühbirne, wenn Sie noch eine haben, können Sie die Helligkeit regeln, indem Sie die Temperatur mit dem durchfließenden Strom regeln. Und genau das kann man mit diesen Buckyballs machen. Und Herr Arndt hat die jetzt beim Durchfliegen hier mit einem Laser aufgeheizt und mit der Laserpower, die er hier reinschiebt, kann er die Temperatur einstellen. Und das ist wunderbar, dann fangen die an zu leuchten und fliegen leuchtend durch die Apparatur. Und die Helligkeit dieses Leuchtens können sie mit dem Laser einstellen. Das heißt, sie haben so eine Glühbirne, die dadurch fliegt. Und im Prinzip könnten sie dann hingucken, weil die emittiert auf dem Weg dadurch, emittiert die Licht. Das ist jetzt so wenig, dass man es in Wirklichkeit nicht sehen kann, aber im Prinzip könnten sie hingucken. Das hinterlässt also eine Spur. Ja, was passiert mit der Interferenz? Ich hatte schon gesagt, wenn die kalt sind, wenn die wenig leuchten, dann hat man Interferenz gesehen. Und auf dem nächsten Bild zeige ich Ihnen jetzt die Antwort, was passiert, wenn man diese, die immer heißer macht und immer heller leuchtend. Und das ist hier dargestellt, da ist auf diese Skala hier rechts, die läuft, das ist die, die Laserleistung, die Sie hier reinpumpen. Das ist sowas wie wie am Ende, wie die Temperatur, wie die Helligkeit von diesen Teilchen, die da durchfliegen. Wie, wie genau können Sie hingucken? Je heller, desto genauer wenn Sie den Pfad lokalisieren. Und was da läuft, hier, das ist das Interferenzmuster. Und da sehen Sie, wenn die Temperatur ansteigt, jetzt ist es richtig heiß, sehen Sie keine Interferenz. Die Quanteneigenschaften sind verschwunden. Wenn es kalt ist, wenn Sie nicht heizen, das geht jetzt gleich wieder zurück, Moment, jetzt, dann sehen Sie wunderbare Interferenz. Das heißt, was passiert ist, wenn Sie das Leuchten anschalten durch Heizen, verschwindet graduell immer mehr und mehr die Interferenz. Am Ende, deshalb geht die Linie wieder runter, verschwinden auch die Teilchen als Ganzes. Also wenn sie, sie zu heiß machen, gehen die kaputt. Die Antwort hier ist, warum im Makrokosmos keine Interferenz sichtbar ist bei makroskopischen Objekten. Die Antwort ist, Emission von Schwarzkörperstrahlung führt dazu, dass die Teilchen bei dem... Weg durch das Interferometer mit der Umgebung koppeln, ihren Weg preisgeben und mit dem Rest, in den Rest des Universums die, die Nachricht senden, wo sie lang gegangen sind. Und wenn dieses Wissen nicht mehr hinter dem Vorhang verborgen ist, sondern erstmal in der Welt ist, dann verschwindet die Interferenz. Und dieses Phänomen nennt sich Dekohärenz. Die Kohärenzfähigkeit dieser Wellen verschwindet und sie verhalten sich am Ende, wenn man hier keine Interferenz mehr sieht, wie klassische Teilchen. Ja, hilft das unserer Schrödingers Katze? Ja, die Aussage wäre also, sie ist deshalb nicht gleichzeitig lebendig oder tot, weil sie so groß und so warm ist, dass sie über Schwarzkörperstrahlung immer massiv auf kürzesten Zeitskalen mit der Umgebung wechselwirkt und deshalb die Quanteneigenschaften, nämlich die Überlagerung aus tot und lebendig, am Beispiel Katze niemals wirklich real sind. Und nicht nur die Schwarzkörperstrahlung im Makrokosmos es ist es. Es sind viele andere Dinge wie die Gravitation, die auf die Katze wirkt. Es ist zusätzlich die ganze Luft, die auf die Katze einprasselt und auch zur Dekohärenz führt. Und all diese Kopplung an die Umgebung, so die Aussage, führt dazu, dass große makroskopische Objekte die Interferenzfähigkeit verschwindet über die Dekohärenz via Ankopplung an die Umgebung. Ja, das könnte jetzt das Ende sein, aber schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin. Schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin, ob denn die Quantenmechanik wirklich verschwindet. Und dazu haben wir ein Experiment gemacht, das nenne ich das kleinste Quantenlabor der Welt. Und was wir da miniaturisiert haben, ist diese Wechselwirkung mit der Umgebung, die bei der Katze offensichtlich ist. Sie, sie tut ganz viel Photonen aussenden. Aber wenn wir jetzt die Umgebung, den Rest des Universums sehr klein machen, können wir genauer hinschauen. Und das waren Zwei Diplomarbeiten. Da unten sehen Sie die beiden Damen, die das gemacht haben, Katharina Kreidi und Dominik Akuri. Eine wunderbare Arbeit. Möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Also, die haben auch wieder so ein, an einem Molekül ein Doppelspaltexperiment gemacht. Und die Analogie ist der Doppelspalt mit Licht, den, den Sie jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Da haben Sie die Kugelwellen, die an den beiden Spalten entstehen, führen dann zu destruktiver Interferenz hier oder hier. Was die beiden gemacht haben, sie haben stattdessen ein Molekül genommen, ein hochenergetisches Photon draufgeschickt, das löst ein Elektron aus diesem Molekül aus und dieses Elektron kann jetzt entweder auf der einen Seite aus dem Wasserstoffmolekül austreten oder auf der anderen Seite und da wir nicht wissen können, wo, kreiert das also eine Welle, die auf der linken Seite startet oder eine, die auf der rechten Seite startet und die beiden müssen wir wieder überlagern, genauso wie hier am Doppelspalt und wenn die Wellenlänge dieser auslaufenden Elektronen so ist wie bei Jönsson oder wie in dem Bild hier links, dann sieht dieses Bild exakt gleich aus. Das ist eine Idee, die geht zurück auf 1966 von Kohn und Fano theoretisch vorgeschlagen. Und das findet, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, diese Analogie. Photoionisation von einem Molekül ist ein Doppelspalt mit Elektronen. Ähm, sehen Sie gleich im Experiment. Also, wir lösen Elektronen aus über Absorption von Röntgenstrahlung, die eine Energie von 190 Elektronenvolt haben. Ähm, 190 Elektronenvolt ist ein Elektron, was eine Spannung von 190 Volt durchfallen ist. Okay, und wenn Sie dann die Doppelspaltrechnung machen, dann würden Sie erwarten, dass Sie eine Winkelverteilung bekommen, die so aussieht, wie hier gezeigt. Und das würde man aus dieser, wenn es wirklich ein Doppelspalt wäre, so ein Molekül, würden Sie erwarten, dass eine bisschen bessere Rechnung, dass die Größe von diesem Maxima ein bisschen unterschiedlich, aber die Minima, die destruktive Interferenz ist an der gleichen Stelle. Und das ist das Experiment dazu. Na, wunderbar, da sehen Sie tatsächlich, es gibt destruktive Interferenz. Diese Elektronenwellen von den beiden Zentren im Molekül können sich tatsächlich auslöschen. Das ist, das, das simuliert sozusagen den Doppelspalt. Ähm, diese Maxima hier sind also, diese Maxima da von unseren Fußbällen, da sind in diesem Fall vier Stück. Und die Minima dazwischen, dieses Minimum ist dieses Minimum hier. Das ist also genau ein Analogon zu dem, was ich Ihnen schon gezeigt habe. Jetzt habe ich Ihnen verschwiegen, dass in diesem Experiment nicht nur ein Elektron aus dem Doppelspalt emittiert wurde, sondern zwei. Das passiert mit ein paar Prozent Wahrscheinlichkeit von selber, dass die zwei Elektronen da rausgehen. Und das, was hier geplottet ist, ist die Verteilung von einem Elektron, was viel Energie hat, und das andere Elektron, in diesem Fall hat zwei Elektronenvolt, das ist wenig, aber es geht auch weg und das ist in diesem Fall wurde drüber integriert, das ist nicht beobachtet. Und dieses zweite Elektron hat aber offensichtlich diese Interferenz nicht kaputt gemacht. Das ist anders als bei den Beispielen mit den heißen Fullerenen, wo die Emission von der Schwarzkörperstrahlung von den Photonen hat die Interferenz kaputt gemacht, hat zur Dekohärenz geführt. Hier ist das nicht so und das ist ein bisschen erstaunlich, denn dieses zweite Elektron, genauso wie die Photonen vorhin, das ist eigentlich sowas wie ein Spion, der in diesem Doppelspalt drinsteckt und der mit dem anderen Elektron, was die Interferenz macht, wechselwirkt und eigentlich Informationen rausträgt. Über Coulomb-Wechselwirkung, eine sehr starke Wechselwirkung. Aber offensichtlich ist es kein Problem, macht die Interferenz nicht kaputt. Aber das lag daran, dass wir hier Bedingungen gewählt haben, wo das zweite Elektron sehr wenig Energie hatte. Wenn Sie andere Fälle auswählen, wo das mehr Energie hat, hier siebenmal so viel Energie, dann sind diese, diese, diese destruktive Interferenz auf einmal weg. Und dann fliegen, fliegt unser anderes Elektron in alle Richtungen. Und die Interferenz mit den Maxima und Minima ist verschwunden. Das heißt, ob diese Dekohärenz stattfindet oder nicht, hängt davon ab, wie die Umgebung irgendwie, wie sie die ankoppeln. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Was macht jetzt den Verlust von Kohärenz? Was macht die makroskopische Welt so normal und so klassisch? Die Antwort bisher, also warum können Elektronen das tun und Skifahrer nicht das, was da rechts gezeigt ist. Nun, der, der Grund, den ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, war Dekohärenz durch Wechselwirkung über Lichtemission mit der Umwelt. Und wenn Sie es schematisch vorstellen, dann haben wir also ein System hier, das ist unser Elektron oder unser Teilchen, was entweder klassisch oder quantenmechanisch beschrieben wird. Und dann haben wir hier drüben den gesamten Rest des Universums. Und dazwischen gibt es eine Wechselwirkung. Diese Wechselwirkung war in dem Experiment mit den Fullerenen die Emission der Photonen. Wärmestrahlung hier. War in dem Experiment, was ich Ihnen eben gezeigt habe, was Coulomb-Wechselwirkung mit dem anderen Elektron. Es könnte auch Gravitation sein. Es könnten Stöße mit anderen Teilchen sein. Und diese Wechselwirkung macht aus dem, führt dazu, dass in diesem Rot gezeigten Subsystem hier, dem Skifahrer, wenn diese Wechselwirkung stark ist, wird da draus ein klassisches Teilchen. Wenn die Wechselwirkung nicht da ist, haben wir da drin ein Quantenteilchen. Und das Schöne an diesem Experiment mit den zwei Elektronen ist, dass anders als mit den vielen Photonen bei der Schwarzkörperstrahlung besteht der Rest des Universums in diesem Fall nur aus einem einzigen zusätzlichen Elektron. Das heißt, und die Wechselwirkung kennen wir auch perfekt. Das ist Coulomb-Wechselwirkung, Abstoßung zwischen den beiden Elektronen. Und diese Wechselwirkung mit diesem einen einzigen zusätzlichen Teilchen hat dazu geführt, dass je nachdem, wie stark die ist, manchmal Interferenz da ist und manchmal, wenn die stärker ist, die Interferenz verschwindet. Und das Wunderbare an so wenigen Teilchen ist, dass man die heute mit moderner Technik alle sichtbar machen kann. Das heißt, wir können etwas machen, was extrem Rar ist, wir können zurücktreten und können auf das Gesamtsystem drauf schauen, auf beide Teilchen. Auf das Teilchen, wo die Interferenz verschwindet und das Teilchen, was die Umgebung darstellt, die der Grund dafür ist, warum sie verschwindet. Und vielleicht können wir darin sehen, wohin verschwindet denn die Interferenz. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Also, wir schauen von außen drauf auf das System von beiden Teilchen für den Fall, dass wir hier keine interferenz sehen, dass wir hier diese keine destruktive Interferenz sehen. Und das ist der Blick darauf. Da ist auf einer Achse aufgetragen das eine Teilchen, dieses hier, und auf der anderen Achse im Prinzip das andere Teilchen, eigentlich der Winkel zwischen den beiden. Und wenn Sie so hinschauen, dann ist das nicht so langweilig, wie man es hier sieht. Das ist nicht einfach nur ein Kreis, sondern da ist ganz viel Struktur drin. Da drin sind Interferenzmaxima und Interferenzminima auf eine komplizierte Weise in diesen zwei Dimensionen verteilt. Und wenn Sie dieses zweite Teilchen, dieses grün markierte Teilchen hier, wenn Sie das, ähm, wenn Sie das jetzt mitbeobachten und nur bestimmte Fälle auswählen, wo das Teilchen zum Beispiel in die eine Richtung weggeflogen ist, das wären diese Teilchen, dann sehen Sie da ein wunderbares Interferenzmaximum und Maxima und Minima. Wenn Sie dieses zweite Teilchen Fälle selektieren, wo das in die andere Richtung gegangen ist. Das wäre zum Beispiel hier. Sehen Sie auch wunderbare Interferenzmaxima und Minima. Und die verschwinden nur dann, wenn Sie dieses zweite Teilchen nicht beobachten. Dann addieren Sie nämlich diese Maxima in diese Minima und die füllen das dann auf und dann sehen Sie das hier. Und das ist in der anderen Darstellung so ein Kreis. Da sieht man keine Interferenz mehr. Die Antwort ist also. Dieser Verlust von Interferenz von Quanteneigenschaften ist ein scheinbarer. Der liegt daran, dass die Teilchen mit der Umgebung koppeln und wir die Umgebung nicht mitbeobachten. Wenn wir das nicht tun, dann sehen wir, wie diese Minima und Maxima äh, sich gegenseitig auffüllen und wir scheinbar keine Interferenz mehr sehen. So wie wir zurücktreten und von der Ferne auf die Welt schauen und alle Teilchen in der Welt sehen. Und die Korrelationen zwischen allen Teilchen beobachten würden, dann würden wir in dieser Welt immer unter allen Umständen Quanteneffekte sehen. Das suggeriert dieses Experiment. Und in diesem Experiment konnte man das halt für zwei Teilchen zeigen. Die These wäre, das ist auch für alle Teilchen im Universum so. Wenn wir alle gleichzeitig sehen würden, dann würden wir in diesem Vielteilchensystem die Interferenz und die Quanteneigenschaften wieder sehen, die durch die Wechselwirkung zwischen den Teilchen in den Subsystemen verloren gehen. Nun, dieser Punkt ist wunderbar zusammengefasst von einem jetzt wirklich brillanten Wissenschaftsjournalist, Ulf von Rauchhaupt. Der hat das in der, in der FAZ, dieses Experiment, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, zusammengefasst mit dem schönen Spruch am Ende, vor Gott aber bleiben wir alle Quantenwesen. Und zwar immer. Soll heißen, wenn wir die Perspektive Gottes von außen auf das gesamte Universum draufschauen, alle Teilchen gleichzeitig sehen, alle Korrelationen, dann verschwindet die Quantenmechanik überhaupt nie, dann gibt es keine klassische Physik, sondern da drin kann man in den Vielteilchenkorrelationen immer die Quantenphänomene sehen. Das soll dieser schöne Spruch besagen. Nun, ist das jetzt Hoffnung für meine Katze? Ähm, ja, ja, vielleicht ist er zufrieden damit. Ich bin nicht so sicher und damit wäre ich am ende für heute aber ich möchte ihnen nicht verschweigen dass das experimentalphysik war und dass sehr sehr viele leute sehr viel arbeit in diese experimente gesteckt haben das ist das thema von damals was die experimente an den experimenten beteiligt war die ich ihnen heute gezeigt habe ähm, nicht mehr alle von denen sind noch in der wissenschaft heute werden da andere gesichter aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken nicht nur bei ihnen als zuhörern sondern auch bei wunderbaren Studierenden, Bachelorstudenten, Masterstudenten, Doktoranden, wunderbaren Kollegen, mit denen es unglaublich Spaß macht, gemeinsam Physik zu machen, solche Experimente zu machen. Und damit gebe ich wieder zurück an Uno Dreis. Ja, vielen Dank. Äh, bitte den Bildschirm freigeben. Also stoppen. Puh, mir ist der Atem weggeblieben. Lieber Reinhard, ein spannender Vortrag. Herzlichen Dank, dass so brillant, wie es du es immer ablieferst, hier uns gezeigt zu haben. Und also, ich, das Wort Normal, an dem müsste man eigentlich jetzt sich abarbeiten. Ist denn dann die unsere Welt normal? Denn ich glaube, deine letzten Thesen waren ja die Quantenphysik, das, was da drunter liegt, beschreibt ja eigentlich das gesamte Universum. Und eigentlich das ist das ja das Normale, wenn man normal im Sinne von sagt, allgegenwärtig. Und wir sehen ja eigentlich nur einen winzigen Ausschnitt und definieren dann, verlieren quasi die Kohärenz und, und behaupten, das sei normal. Ist. Kann man das so beschreiben? Könnte man das so sagen? Ich glaube, das ist die, nach heutiger Sicht ist das die korrekte Beschreibung. In, in den Subsystemen, die wir als Menschen normalerweise an anschauen makroskopische subsysteme verlieren wir die quanteneigenschaften dadurch dass die in wirklichkeit nicht isoliert sind diese experimente in denen man die quanteneigenschaften sieht die sind in wirklichkeit wenn man sich hier im labor anguckt tierisch aufwendig weil man muss diese ganze wechselwirkung mit der umgebung muss man ausschalten heißt man muss ein vakuum machen man muss 13 Größenordnungen luft abpumpen 10 10, 10 Millibar Luft machen, damit die Teilchen nicht mit anderen stoßen, man muss Schwarzkörperstrahlung ausschalten, man darf elektromagnetische Störfelder muss man ausschalten. Also es total schwierig, ein Subsystem, in dem man Quanteneigenschaften sehen will, von der Umgebung so zu isolieren, dass man die wirklich sieht. Im Labor der echte Normalfall ist, dass man Interferenz nicht sieht, weil man immer irgendwelche Wechselwirkungen doch nicht gut genug ausgeschlossen hat. Also es, ist ja, es geht ja wirklich in die Sprachphilosophie ein bisschen rein, ne? sozusagen. Wenn du jetzt von sehen sprichst, dann heißt ja eigentlich, also beobachten heißt ja eigentlich, Information verlieren. Denn normal wird man ja denken, messen heißt ja, ich will ja Information gewinnen. Aber eigentlich verlieren wir doch durch die Messung dann Information, weil wir das gerade ja in Wechselwirkung bringen und ganz viel Information damit wegschneiden. Ist, ist das so? Oder ist also ich glaube, das ist eine echt spannende Frage, auf die ich... Also da sollte man mal drüber diskutieren. Ich habe da keine fertige, überhaupt keine fertige Antwort. Was ist die Rolle? Und das ist auch eine der heute, glaube ich, wirklich offenen, noch offenen großen Fragen. Was ist die Rolle des Messprozesses, mit dem wir eine Information gewinnen über quantenmechanische Systeme? Was passiert da eigentlich? Was passiert in dem Augenblick, wenn das Teilchen in Anführungszeichen auf den Detektor, wo wir diesen weißen Blitz gesehen haben? Da haben wir ja die Information über den Ort gewonnen, in deiner Sprache jetzt auch. Weil der Detektor hat da Klick gemacht. Vorher hinter dem Vorhang haben wir das Teilchen beschrieben als Welle und in dem Augenblick, wo es da Klick macht, ein Lichtblitz kommt, beschreiben wir es wieder als Teilchen und es ist ganz offensichtlich an einer Stelle lokalisiert. Was passiert da eigentlich? Und dafür eine vernünftige Modellierung, ich habe sie nicht anzubieten heute. Das ist tatsächlich eine, ich glaube, es ist wirklich noch eine offene Frage, was passiert beim Messprozess in der Quantenmechanik. Und ich habe das so noch schon umgangen, weil es mir selber nicht klar ist. Was mit diesem Stichwort äh, verknüpft, ist der äh, Kollaps der Wellenfunktion. Das meinst du ja, falls jemand das googeln wollte, jetzt von unseren Zuhörern, Zuschauern. Ja, es gibt einen Ansatz, der sagt, man braucht keine, keinen Kollaps der Wellenfunktion, sondern mit diesem Konzept der Dekohärenz über sehr kleinteilige, sehr häufige Wechselwirkungen mit der Umgebung. Ähm, kann man das beschreiben, aber das ist nicht ganz unumstritten, dass das die korrekte Darstellung hm. des Messprozesses ist. Ja, aber wenn man jetzt mal wirklich vor ganz großräumig sich anguckt, ich meine, ja, Prinzip ist ja dann, du hast es zum Schluss ja gesagt, oder beziehungsweise Ulf von Rauchhaupt hat das ja auch so beschrieben, ähm, dann ist das ganze Universum ja letztendlich eine, eine Wellenfunktion, ich von äh, 10 hoch, äh, wie viel Teilchen haben wir, 10 hoch 60 oder 10 hm. hoch 80, ich weiß gar nicht, dass sind wir mal großzügig, äh, die ja irgendwie alle in Wechselwirkung stehen. Wenn du immer gesprochen hast von, von Umgebung, dann macht man ja sprachlich und natürlich auch messtechnisch einen Unterschied zwischen außen und innen. Aber eigentlich gibt es ja nur ein Innen, nämlich das Universum. Ja, genau. Ich glaube, das ist, das ist genau die, die Lehre aus dieser Art von Experimenten. Ähm, die, die Dekohärenz entsteht durch das Absondern von Körpern kleinen Teilen im Universum, die man dann nicht vollständig entkoppeln kann. Und die eigentlich richtige Beschreibung, aber die ist auch ein bisschen nichtssagend. Ich meine, was hat man davon, dass man das äh, ganze Universum als, als mit einer Wellenfunktion von, ich äh, noch irgendwas, Teilchen beschreibt, damit ist auch nichts gewonnen. Und unser Platz in diesem Universum ist damit auch nicht, also was sind wir dann da drin? Wir sind ja ein Teil von dem Ganzen. Also selbst wenn ich dir zustimmen würde, dass das richtig oder ich stimme dir zu, dass es richtig wahrscheinlich man könnte formal diese Wellenfunktion hinschreiben, aber wirklich gewonnen ist da aus meiner Sicht eigentlich nichts drin, weil wir sind wir sind ein Teil, wir sind ein Teil, wir sind ein, Teil, wir sind ein Subsystem da drin. Ja, jetzt ist ja so, äh, natürlich klar, äh, was, wo ist der Gewinn, das ist mir noch was anderes. Ging jetzt, ich bin ja theoretischer Physiker, insofern ging es ja nicht um die Theorie. <laughs> Zum Plus sind ja die Messungen oder das, wie wir unsere Welt wahrnehmen, eigentlich das für uns auch relevante, ist vollkommen richtig. Nur noch mal so ein bisschen, weil du anfängst mit Determinismus. Diese Wellenfunktion, die ja diese Wahrscheinlichkeiten beschreibt, also das Quadrat, die selbst ist ja wiederum deterministisch. Ja, das ist eine, das, das, das ist eine Standardantwort von Theoretikern, lieber Bruno. Ich ja, muss okay, mal ein bisschen Das Wir kennen das uns Problem. gut genug, dass ich das jetzt tun darf. Ja. Also, ist es deterministisch oder nicht? Ja, die Schrödinger-Gleichung, die die Zeitentwicklung dieser Wellenfunktion beschreibt, ist. Da sind wir uns einig, ist eine deterministische Gleichung. Das heißt, wenn wir die Wellenfunktion heute kennen und die Potentialtermen, die da drin stehen, können wir die Wellenfunktion in der Zukunft ausrechnen. Der Haken ist nur, ähm, dass wenn wir darüber, jetzt eine, aus dieser Wellenfunktion eine Aussage über, unsere nächste, über den Ausgang unserer nächsten Messung an einer einzelnen Messung haben wollen, dann sagt diese zweitdeterministische Wellenfunktion, sagt uns nicht etwa, was das Ergebnis der nächsten Messung ist, sondern die sagt uns, mit Wahrscheinlichkeit 80 Prozent landet der Fußball in der Mitte, und mit Wahrscheinlichkeit 0% einen Millimeter daneben, und mit Wahrscheinlichkeit 10% dann wieder auf dem nächsten Maximum. Das heißt, der Indeterminismus liegt nicht in der Entwicklung der Wellenfunktion, das ist deterministisch, sondern darin, wie wir aus dieser Wellenfunktion eine Aussage über echte Messgrößen. Gewinnen. Und das kann man in vielen Fällen halt nicht, sondern daraus kriegen wir nur Wahrscheinlichkeitsaussagen. Insofern würde ich jetzt sagen, ist beides richtig. Die Wellenfunktion ist deterministisch, existiert, ist aber nichts, was, man, was direkt gemessen wird. Und wenn man sie benutzt, um Aussagen über Messungen zu machen, dann hat man sich den Interterminismus eingefangen, ohne, ohne das Problem lösen zu können. Und wenn man nie eine Messung macht, hat man sie auch nie konkretisiert. Insofern äh, beißt sich ja auch wiederum die Schrödingerische Katze in den Schwanz. Ja, <laughs> genau. Ähm, Erstmal äh, möchte ich äh, hier dem, im Chat, sind also Lobesworte hier, äh, auch vom Kollegen äh, Holger Grellner übrigens, ja, äh, den ich auch hier ganz herzlich grüße. Ähm, ja, nochmal, äh, ein, ein Punkt in, für unsere Weltbeschreibung ist ja eigentlich, davon ist so eine Art Grundlage, alles hat eine Ursache. Das müssen wir hier jetzt sozusagen eigentlich dann äh, killen, dieses, dieses also Ursache-Wirkungsprinzip. Das würde ja dann hier nicht so tragen. Wenn's, also wenn der Zufall grundsätzlich in der Welt ist, ganz grundsätzlich, dann äh, wundert man sich fast, dass es in der unserer, jetzt mal wieder doch, das Wort normal äh, mal benutzt, in der normalen Welt Ursache und Wirkung gibt. Auf die wir eigentlich so stolz sind, dass wir sozusagen dieses Prinzip erstmal entdeckt haben und nicht aus irgendwelchen fernen Göttern zuschreiben, was alle so in der Welt äh, passiert. <laughs> Auch wieder eine tiefe Frage, auf die es wahrscheinlich keine einfache Antwort gibt, oder wenn, habe ich sie zumindest nicht. Hm. Also, ein, einen ein, ein Teil habe ich schon gesagt an dem Beispiel mit dem Impuls. Ursache und Wirkung, ein Zusammenhang, den wir haben, sind unsere Erhaltungssätze, die sagen würden, Erhaltungssätze gelten und der das ist ja auch sowas wie eine Ursache, ein Impulsübertrag. Also an der Stelle, glaube ich, sind wir, besteht heute weitgehend Einigkeit, dass das auch für das Einzelevent gilt, mhm. also auch noch unterhalb der Struktur der Wellenfunktion, sondern für das, wofür wir die, also da passiert nichts ohne unter Verletzung von Energie und Impulsehaltung, das ist schon mal ganz gut, aber es ist halt nicht die volle Kausalität, in der man mit, mit genau einer Anfangsbedingung und etwas tun, dann etwas genau diese kausale Folge erzielen kann. Das ist, glaube ich, nicht so. Und ich habe gerade im Chat gesehen, ähm, ähm Ja, hier ist eine Frage, könnte man sagen, gibt's, dass es außer also den äh, Naturgesetzen nur noch Zufälle nur gibt? Nur noch Zufälle. Ja, das ist nicht nur noch Zufälle. Ich meine, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu wissen, das ist ja nicht nichts. Das ist ja ein großes, ein, ein immenses Wissen über die Welt, mit dem man auch unglaubliche Voraussagen machen kann. Mhm. Ähm, ich meine, wir können den Verlauf chemischer Reaktionen vorhersagen, weil wir, ob, obwohl das im Detail nicht, nicht deterministisch ist, weil wir eine, eine tolle Theorie dafür haben. Wir können die Lebensdauer, äh, oder ein, ein ganz einfaches Beispiel, wir, wir können die Lebensdauer von einem angeregten Zustand, von einem Kernzerfall zum Beispiel, wir können ausrechnen, wie lange lebt das im Mittel. Das ist, doch, das ist doch ein großes Wissen über die Welt, dass wir wissen, die Halbwertszeit ist 6,3 Jahre. Das ist viel mehr als gar nichts zu wissen über den Zerfall, aber es ist halt auch weniger zu wissen als das, was man am liebsten hätte, nämlich von diesem einen Kern, den ich in der Hand habe, zu wissen, zerfällt in drei Sekunden. Das können wir nicht haben. Ja, so, so ein bisschen dazwischen vielleicht. Mhm. Jetzt äh, eine ganz andere Sache, wo du das gerade ansprichst mit den Kernzerfällen. Äh, nach meiner Erinnerung ist es jetzt umgangssprachlich gesprochen, wenn man den Kern nur permanent vermisst wie in welchem Zustand er ist, dann würde man gewissermaßen die Zerfallszeit verlängern, weil man mhm. ja permanent Wissen an, äh, über das Objekt hat und das ist genau das, was du ja angesprochen hattest. Dann verhindert man sozusagen diesen zufälligen Zerfall. Kann man das so ja. sagen? Ja, ist so. Und wenn man es googeln will unter dem Namen Quanten-Zeno-Effekt, das ist, glaube ich, das, worauf du anspielst. Mhm. Ähm, die Messung selber. Der Hintergrund ist, die Messung, jede Messung selber, äh, diese Wechselwirkung mit dem Messapparat des Quantensystems, mit dem Messapparat ändert den Quantenzustand. Und wenn man es geschickt tut, dann ändert es den in einer Weise, dass natürlich die zukünftige Entwicklung sich etwas ändert. Zum Beispiel, ähm, der immer wieder zurückprojiziert wird aus seinen Ausgangszustanden, damit die Lebenszeit de facto verlängert wird. Mit sehr schwachen Messungen kann man de facto, also ist schwierig, aber kann man de facto. Diesen, diesen Zufall ändern. Das liegt einfach daran, dass Messungen immer das Quantenobjekt ändern, was ja auch die Grundlage der Heisenbergischen Unschärferelation ist. Es gibt, man kann nicht Informationen gewinnen, eine Messung machen, ohne eine, irgendeine Art der, der Wechselwirkung, okay, da gibt es raffinierte Wechselwirkungsfreie Messungen, aber im Allgemeinen kann man das nicht machen, ohne zu wechselwirken, ohne das Quantensystem selber zu beeinflussen. Hier ist noch eine Frage, aber die geht in eine ganz andere Richtung. Die letzte hier in dem Chat: Wenn der Zufall, auch wenn er denn in diesen Systemen ausgelöscht wird, so könnte der Zufall zum Beispiel bei der Entstehung von Sternen laut der Chaos-Theorie verheerend sein. Es ist ein bisschen unklar, was jetzt hier gefragt ist, aber ich denke, das geht immer ein bisschen in die, was man nochmal klar macht, äh, der grundsätzliche Zufall der Quantenphysik und der Zufall in der Chaostheorie, der ja von einer anderen Art ist, denke ich. Ne? Einfach ein Nichtwissen, also ein, ein, ein anderes Art von Nichtwissen. Ja, möchtest du das machen oder soll. Nein, ich, das, ich, ich frage antworten. dich. Also, ich, ich kann auch gern darauf antworten. Das, das ist wirklich ne, ne, völlig. Eine völlig andere Art, genau wie du sagst, eine völlig andere Art von Zufall. Das eine ist, in der Quantenmechanik ist ein objektiver Zufall, soll heißen, auch bei dem vollständigen Wissen über die Welt, Wissen steht objektiv noch nicht fest, wann dieser Kern zerfällt, ob nach drei Sekunden oder drei Tagen. Das ist ein objektiver Zufall, der nicht an dem Nichtwissen oder der unser unserer Unwissenheit über die Anfangsbedingungen in dem Kern. Wir haben das vollständige Wissen, wir haben die Wellenfunktion des Kerns und trotzdem wissen wir es nicht. In der Chaos-Theorie gibt es auch Zufall, der kommt aber daher, dass die zeitliche Entwicklung des Systems, dass wir uns die als klassisch, also vollständig deterministisch vorstellen, dass die aber unglaublich sensitiv an den Anfangsbedingungen hängt. Und wenn das so ist... Einfachstes Beispiel, wo man das versucht zu realisieren, ist das Roulette oder der Würfel. Wir versuchen, ein System zu bauen, was super sensitiv auf die Anfangsbedingungen ist, sodass wir es halt nicht mehr schaffen, das genau zu reproduzieren. Und dann entsteht ein, das habe ich vorhin genannt, ein scheinbarer Zufall. Also die zugrunde liegenden Gesetze sind vollständig deterministisch, sind aber super sensitiv auf die Anfangsbedingungen. Und da die unscharf sind oder nicht mehr die nicht beliebig genau machen kann, führt das zu einem scheinbaren Zufall und das kann dann auch zu couchen Ergebnissen führen, worauf der äh, Zuhörer wahrscheinlich anspielte. Mhm. Wäre eigentlich interessant, ob man ein anderes Wort für diese beiden Arten von Zufall erfinden könnte, gewissermaßen, <laughs> zumindest innerhalb der Fach, äh, der, äh, des Fachgebietes, dass man sozusagen allein sprachlich nicht immer nur von dem Zufall spricht und eigentlich natürlich, Fachleute wissen dann, dass das eine der eine Zufall ist und der andere der grundsätzliche, der Quantenphysik. Dann müsste quasi ein bisschen Sprachregelung äh, fast machen oder Spracherfindung. Sehr schön, ja. <laughs> ja. Ich danke dir nochmal recht herzlich und äh, für den tollen Vortrag und für die Fragen, die du noch beantwortet hast. Und ich würde jetzt gerne noch äh, ein, zwei äh, Worte für den nächsten Livestream sagen. Und also erst nochmal schönen Abend. Tschüss. Genau, tschüss in die Runde. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Bruno, für die Einladung und ich verabschiede mich. Ciao, Gerne. ciao zusammen. Ja, meine Damen und Herren, ich äh, darf Sie auffordern, den nächsten, jetzt am Freitag äh, um 20 Uhr, bitte die Uhrzeit beachten, äh, wieder hier auf unseren Kanal zu gehen. Da wird Stefan Karge äh, uns einführen, was an, am Himmel im zweiten Halbjahr alles Interessantes zu sehen sein wird. Da gibt es einiges äh, Spannendes. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Und natürlich, um informiert zu sein, äh, haben Sie unseren Newsletter abonniert. Wenn nicht, ein, wiederum ein, zwei Mausklicks entfernt. Sie schauen einfach auf unsere Seite www.physikalischer-verein.de. Und links können Sie dann den Newsletter abonnieren. Und den können Sie auch jederzeit einfach mit einem Mausklick wieder abbestellen wenn Sie da nicht mehr informiert sein wollen. Ansonsten aber würden wir uns freuen, wenn Sie den abonnieren und auch fleißig an weitere Interessierte weiterleiten, denn wir wollen ja noch bekannter werden. Und wenn Sie schon auf der, unserer Homepage sind, dann sprengt Ihnen natürlich gleich auf der Startseite unser Spendenbutton entgegen und wir würden uns freuen, wenn Ihnen das, was Sie heute Abend gehört haben, gefallen hat oder überhaupt unsere gesamte Arbeit, wenn Sie die unterstützen, einfach hier wiederum den Spendenbutton anklicken, dann können Sie mit Paypal äh, uns äh, Einige Euros zukommen lassen, die werden direkt in unsere ehrenamtliche Tätigkeit gesteckt. Vielen Dank schon mal dafür im Voraus. Ja, ich freue mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich für heute und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Schönen Abend, machen Sie es gut, gute Zeit.